abschneiden, wenn man das nicht findet. Die 14 Teilnehmer am Wildzerwirrkurs des Forstamtes Ahlhorn sind neugierig. Sie wollen von Georg Busse lernen, ein Stück Wild fachmännisch zu zerlegen. Der gelernte Fleischer und passionierte Jäger demonstriert seine Fähigkeiten an einem 5 Monate alten Dammkalb. Es wiegt übrigens 27 Kilogramm, bevor es unters Messer kommt. Scharfes Werkzeug ist immer wichtig, sonst ist die Verletzungsgefahr sehr hoch. Und man will ja das Optimale rausholen aus seinem Stück Wild. Für Vegetarier und Zartbeseitete ist diese Tätigkeit wahrscheinlich nichts. In der Fachsprache heißt sie rote Arbeit. Überhaupt dürfte der Anblick eines Dammkalbes, dem das Fell abgezogen wird und dann etwa mit Hilfe einer Säge zerlegt wird, gewöhnungsbedürftig sein. Viele beschäftigen sich da gar nicht mehr. Für viele ist das nur noch satt werden. Und Wild ist ja ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Ohne irgendwelche, ich sag mal, ohne Stressfaktoren, irgendwo nicht in einem dunklen Stall aufgewachsen und zum Schlachten geboren, sondern das hat ja eigentlich ein schönes Leben geführt vorher. Für unser zerlegtes Dammkalb endete das Leben am letzten Dienstag. Aufmerksam und interessiert beobachten die Kursteilnehmer Georg Busse. Er kennt das schon. Bietet er doch seit 3 Jahren regelmäßig 2 bis 3 Kurse im Jahr an. In diesem hat er nicht nur überzeugt, sondern auch hilfreiche Tipps gegeben. Ich fand ihn super, habe vieles dazugelernt. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen dieser Praxisbezug, so wie er das gezeigt und erklärt hat, war das schon eine große Hilfe. Also speziell wieder die Art, wie die Messerführung ist, wie es um die Knochen herumgeht und so weiter. Das muss man auch ein paar Mal gesehen haben. Einmal das mit dem Handtuch, feuchten Handtuch, die Haare runterzukriegen, dass das sauber aussieht. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen bei dieser Sache. Von den 27 Kilogramm Dammkalb bleibt letztlich nur noch etwa die Hälfte übrig. Etwa der Rücken. Für den hat Georg Busse auch einen Zubereitungsvorschlag in der kommenden Weihnachtszeit. Das kann man braten wie ein Schweinebraten mit Wacholder, mit Kräutern, mit Wildgewürzen gibt es da heute sehr viele im Angebot. Da muss jeder seinen eigenen Geschmack finden. Sicherlich ist ein Stück Wildzerlegen nicht für jeden etwas. Wer es aber einmal ausprobieren möchte, soll es einfach wagen. Denn Georg Busse sagt ganz klar, ein Wildzerlegen kann eigentlich jeder lernen.